Klimawandel und Ähnliches möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen, denn dazu werden wir sicher gleich hören, was die Bundestagsabgeordneten zu sagen haben. Die Veranstaltung führt die VHS heute in Kooperation mit der Reinhold-Meyer-Stiftung durch, bei der ich mich ganz herzlich für ihr Engagement bedanken möchte. Auf der Bühne begrüße ich Beate Müller-Gemmecke von den Grünen, die die Berichterstatterin für Arbeitnehmerinnenrechte und aktive Arbeitsmarktpolitik ist. Ebenso Pascal Kober von der FDP, der Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der FDP-Bundesfraktion ist. Und auch herzlich willkommen Martin Rosemann von der SPD, der Sprecher der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der SPD-Fraktion. Die Moderation übernimmt heute Annika Grah von den Stuttgarter Nachrichten. Vielen Dank, dass Sie das heute machen. Das Format wird so sein, dass ungefähr eine Dreiviertelstunde jetzt hier die moderierte Diskussion dauern wird, sodass im Anschluss wirklich genug Zeit ist, dass Sie hier aus dem Saal Fragen stellen und auch aus dem Chat ist das möglich. In diesem Sinne, Frau Grah, übergebe ich den Stab an Sie und wünsche uns eine spannende Veranstaltung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Frau Kake hatte schon gesagt, es sind schon etwas mehr als 100 Tage, dass SPD und FDP und Grüne ihren Koalitionsvertrag unter Dach und Fach gebracht haben. Und wer hätte damals gedacht, dass ein SPD-Kanzler eine radikale Kehrtwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik hinlegen würde, dass ein FDP-Finanzminister ein Verteidigungsetat in dreistelliger Milliardenhöhe auf Pump mitträgt und staatliche Subventionen im Alltag vorschlägt und dass ein grüner Wirtschaftsminister sich nach Frackinggas aus den USA und einer Verlängerung der Laufzeit der Kohlekraftwerke darüber nachdenken muss, über Frackinggas und eine Verlängerung der Laufzeit. Und wer hätte erwartet, dass der ewige Warner in der Pandemie, nämlich SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, bei ungeahnten Höchstinzidenzen ein Freedom Day mitträgt? Alles Dinge, die wir uns vor etwas mehr als 3 Monaten nicht so richtig hätten vorstellen können. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Ich würde Sie daher gerne zu Beginn fragen, was war denn aus Ihrer Sicht das wichtigste Anliegen für Sie im Koalitionsvertrag? Und wie bewerten Sie das heute, das, was Sie sich damals vorgenommen haben? Frau Müller-Gemmecke. Als erstes mal herzlichen Dank für die Einladung und für die Veranstaltung. Also mir persönlich tut es gut, auch mal über normale Politik zu reden und nicht nur immer über den Angriffskrieg von Putin zu diskutieren in der Fraktion und im Bundestag und so weiter. Ja, für mich war zusammengefasst im Dezember letzten Jahres, was ja übrigens ja wirklich noch nicht lange her ist, der Fortschritt wagen und für mich das Allerwichtigste, dass wir wirklich als Ampelkoalition auf der einen Seite wirklich im Energiebereich was hinbekommen, also Energiewende, dass wir die Erneuerbaren ausbauen können, dass wir Klimaschutz tatsächlich zügig voranbringen können, das aber wiederum auch auf der anderen Seite sozial flankiert. Wir alle drei sind aus dem Ausschuss Arbeit und Soziales, also da geht es eben auch um so Themen wie Mindestlohn 12 Euro, also wirklich so, dass Menschen eben mitgenommen werden und dass auch der Zusammenhalt gestärkt wird. Und was ich glaube, was auch die, sage ich mal, die einfachste Aufgabe dieser Ampel ist, dass wir ein Stück weit die Gesellschaft auch modernisieren wollen, also in den Bereichen Gesellschaftspolitik, zum Beispiel ja, für Frauen was tun, für Familien was tun. Also das waren so diese drei Bausteine, die ich irgendwie mal jetzt ganz allgemein ausgedrückt irgendwie gut fand an der Ampelkoalition und wo ich immer noch hoffe, trotz großer Krisen und Herausforderungen, dass wir das trotzdem irgendwie auf den Weg bringen. Herr Kober. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für die Frage. Ich glaube, noch vor einem ganz konkreten Projekt ist es der Geist, der uns verbindet. Ich erinnere noch, wie wir aufeinander getroffen sind, wir drei ja in der gleichen Koalitionsarbeitsgruppe. Und natürlich unterscheidet uns sehr viel im Detail und in
der Perspektive auf die gleichen Themen. Das ist ja gar keine Frage. Wir sind drei verschiedene politische Parteien. Aber was uns alle, ich sage jetzt mal, motiviert hat, war, dass wir gleich schon in den ersten 10, 20 Minuten der Koalitionsverhandlungen gemerkt haben, alle drei wollen was ändern. Alle drei wollen was voranbringen. Alle drei wollen irgendwie was machen. Und das war, glaube ich, erstmal etwas, was uns alle miteinander verbunden hat. So unterschiedlich das war es dann auch im Konkreten war, aber 16 Jahre lang doch eher so das Gefühl von Mehltau, das hat uns alle drei, glaube ich, genauso geprägt, wie auch dann motiviert, was gestalten zu wollen und zu können. Und ich glaube, für die FDP, mehr Fortschritt wagen, war sicherlich auch im Zentralen dann beispielsweise beim Thema Bürokratieabbau. Das hängt ja sehr viel damit zusammen. Im Jahr 2021, da hat man Gesetze noch umgesetzt, die die Behörden, also die öffentliche Hand in der Umsetzung 5,8 Milliarden Euro gekostet hat, die Wirtschaft 10 Milliarden Euro. Wir brauchen bei Planungs- und Verfahren für die Bahn, ja, 20 Jahre, um sie zu realisieren. Das ist Deutschland. Ja, wir haben, die alte Regierung hat einen Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht. 6,5 Milliarden. In den ersten beiden Jahren nur 2 Milliarden abgeflossen. Da hat jeder gespürt, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ja, und dieser Geist, wir wollen die Dinge vereinfachen. Wir wollen sie entbürokratisieren. Wir wollen einfach was verändern, modernisieren, Fortschritt wagen. Ja, das war das, was uns alle miteinander verbunden hat und was für die FDP natürlich auch wirklich in unser Herz trifft, sozusagen, diesen Fortschrittsgeist einfach loslösen zu können. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut miteinander zu einem Ergebnis gekommen, das dann auch nicht davon geprägt war, dass wir uns immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner miteinander herunterverhandelt haben, sondern dass man auch mal gesagt hat, gut, dann machen wir halt in dem Bereich mal 12 Euro Mindestlohn und machen aber gleichzeitig Einhaltung der Schuldenbremse und keine zusätzlichen Belastungen. Ja. Und dieser Geist prägte und prägt diese Koalition und das ist was Neues und motiviert nach wie vor. Und Herr Rosemann, was war aus Ihrer Sicht das Besondere an dieser Koalition im Dezember? Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr erwartungsfroh jetzt aus Tübingen nach Reutlingen gefahren. Insbesondere, weil wir drei hier ja, es ist schon angesprochen worden, im gleichen Ausschuss miteinander sitzen und üblicherweise miteinander Alltagspolitik machen und Gesetze verhandeln. Und deswegen dachte ich, das ist total schön, heute Abend mal so grundsätzlich drauf zu gucken. Und ich bin total gespannt, was die zwei anderen sagen würden. Und jetzt geht es mir so, also irgendwie habe ich gar nicht mehr so viel zu ergänzen, ja, weil das in der Tat war das Besondere, dass da drei Partner aufeinander getroffen sind, die was verändern wollten, die eine Vorstellung, einen Fortschritt haben von technologischem, gesellschaftlichen und sozialen Fortschritt. Und da konnten wir dann in den Koalitionsgesprächen auch ganz wunderbar miteinander mal streiten, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also bevor wir irgendwie überhaupt über einzelne Instrumente geredet haben, haben wir über Ziele geredet. Ja, also was ist denn eigentlich unser Bild von Gesellschaft? Wie stellen wir uns das vor? Und da gab es interessanterweise mehr Übereinstimmungen als gedacht, sodass es dann leichter fiel, bei vielen Instrumenten auch miteinander irgendwie klarzukommen. Und für mich waren das auch wirklich drei Dinge. Also das Erste, wir wollen bis spätestens 2045 klimaneutral werden und wir müssen das auch. Und wir wollen einfach alle Hebel in Bewegung setzen, dass es auch gelingt, alle Barrieren abbauen, dass es geht. Und wir wollen das so machen, dass da wirklich, Stichwort Transformation, die gesamte Gesellschaft mitgenommen wird. Dass daraus neue Perspektiven erwachsen, dass daraus Aufbruch erwächst, Hoffnung, Zuversicht. Das Zweite ist, ja, wir wollen sozialen Fortschritt in der Gesellschaft. Wir wollen, dass die Gesellschaft zusammenhält und wir wollen, dass Respekt in der Gesellschaft herrscht und dass jeder und jede seinen Platz, seine Rolle in dieser Gesellschaft findet, wo er anerkannt und respektiert wird und anständig was beitragen kann zu dieser Gesellschaft. Und drittens, wir wollen einfach mal durchlüften. Also ob das jetzt das Thema Familienpolitik ist, alte Zöpfe abschneiden, das Thema Einwanderungspolitik. Wir sagen, ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ja, die CDU ist immer noch nicht so weit. Wir sagen das und das ist Richtschnur unserer Politik. Und
In der Tat, wir wollen einfach auch mal Verfahren, die sich über Jahre und Jahrzehnte eingespielt haben oder eingeschliffen haben, in Frage stellen und einfach den Staat, den Sozialstaat bürgerfreundlicher machen. Dass bei jedem Kontakt zwischen dem Bürger oder dem Unternehmen und dem Staat man sich einfach mal fragen kann, ist das eigentlich notwendig, dass das immer so kompliziert ist? Geht es nicht auch einfacher? Geht es nicht auch digitaler? Und wir wollen ja in der Tat auch, dass man sich zum Beispiel eben nicht mehr wundert, dass es halt einige Jahre braucht, bis so ein Windrad gebaut ist. So. Und das sind so die drei Dinge. Und wenn ich jetzt, weil Sie gefragt haben, ist es noch aktuell, wenn ich jetzt da drauf gucke, ja, wir sind natürlich herausgefordert durch Krisen und mit diesem Krieg in dieser Dimension hätte, glaube ich, niemand gerechnet. Und es verlangt neue Antworten. Deswegen ist ja das Stichwort Zeitenwende auch genannt worden. Aber gleichzeitig gilt doch Folgendes, diese drei wesentlichen Themen aus dem Koalitionsvertrag, die sind doch nicht weg. Die sind doch aktueller denn je. Also was ist denn jetzt unser Hauptproblem im Moment als Deutschland in Bezug auf Russland und die Ukraine? Wir sind abhängig von russischen Rohstofflieferungen. Und das macht uns doch deutlich, dass wir noch schneller unabhängig werden müssen von Russland, von russischen Rohstoffen, aber auch genereller von fossilen Brennstoffen und deswegen die Energiewende halt doch noch viel schneller vorantreiben müssen. Und damit ist dann auch verbunden, dass diese Transformation, dieser Strukturwandel noch schneller kommen muss. Und das heißt, wir müssen noch mehr, noch intensiver uns um die Leute kümmern, die davon betroffen sind und in die Köpfe auch investieren. Nicht nur in Infrastruktur, sondern auch in die Köpfe. Und das wird ja alles nur gelingen, wenn wir eben den entsprechenden Bürokratieabbau hinkriegen, wenn wir die Verfahren schneller machen, wenn wir den Sozialstaat bürgerfreundlicher machen. Und das Dritte ist eine Gesellschaft, die herausgefordert ist, die verunsichert ist. Ja, in Deutschland fragen sich auch viele Leute, was bedeutet das für uns? Kommt der Krieg jetzt auch nach Deutschland? Und natürlich fragen sich viele Leute, was bedeuten diese 2 Euro, ich war gerade beim Tanken, diese 2,20 Euro an der Zapfsäule, es war ja teilweise sogar noch mehr. Was bedeutet das, wenn wir das dauerhaft haben? Was heißt es denn eigentlich? Was heißt es für das soziale Gefüge in diesem Land? Und deswegen bleibt alles, was wir in diesem Koalitionsvertrag unter sozialem Fortschritt aufgeschrieben haben, beginnend beim gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro, bleibt doch genauso relevant. Wird vielleicht sogar noch relevanter. Es bleibt relevant, aber der hiesige Ministerpräsident Kretschmann hat diese Woche gesagt oder davor gewarnt, dass der Wohlstand in unserem Land, dass wir den Wohlstand, an den wir uns alle gewöhnt haben, unter Umständen nicht mehr halten können und dass der Staat eben möglicherweise auch nicht mehr alle Härten abfedern kann, angesichts der gewaltigen Aufgaben, vor denen wir nun stehen. Wie sehen Sie das denn? Sie haben ja eben auch das soziale Gefüge angesprochen. Sie haben skizziert, was Sie sich vorgenommen haben im Koalitionsvertrag. Wird man das angesichts dieser immensen Aufgaben, vor die uns diese Krise der Krieg in der Ukraine stellt, noch angehen können in nächster Zeit? Also, antworten Sie einfach, wissen wie Sie möchten. Da merke ich, bei solchen Dingen merke ich immer, dass Kretschmann und ich einfach nicht auf einer Wellenlänge sind. Das ist das, warum ich Kretschmann für einen zutiefst konservativen Menschen halte. Und warum ich auch die Regierung, die er führt, für zutiefst konservativ halte. Weil das ist doch gefährlich, was er da macht. Also wenn ich als erstes in so einer Krisensituation sage, ich kann nicht mehr für sozialen Zusammenhalt sorgen, was ist, ja. Er hat die Frage gestellt und hat nicht gesagt, dass wir es nicht können, sondern wir müssen es machen. Aber Entschuldigung, also wenn er das als erstes in Frage stellt, dann wird doch Verunsicherung ausgelöst. Und ich sehe das total anders. Also natürlich ist es so, dass das alles eine Herausforderung bedeutet. Und wenn morgen die Russen uns den Gashahn zudrehen, dann werden hier einige Industriebetriebe zumachen. Das ist ja das, was sich viele nicht klar machen. Und dann werden wir irgendwann das auch mit Kurzarbeit nicht mehr halten können. Das ist ja völlig klar.
Aber unsere Aufgabe muss es doch sein, genau dafür schnell für Ersatz zu sorgen und dagegen zu steuern. Und genau das ist die Herausforderung. Und ich glaube, wir müssen gerade denjenigen, die besonders darunter leiden würden, denen müssen wir doch klar machen, dass wir alles tun, um das zu verhindern. Das ist genau die Verantwortung, die die Regierung hat und die sie übrigens, und das gilt für Olaf Scholz, das gilt für Lindner, das gilt für Habeck, der da ja sehr viel unterwegs ist, der da meine volle Unterstützung hat, genau das leisten die gerade. Und deswegen, glaube ich, machen die gerade so einen guten Job. Frau Müller-Gemmecke, Sie haben es ja schon erwidert. Ja, ich finde es richtig. Ich glaube, wir sind wirklich in der Zeit drin, also die so schwierig ist. Also ich kann mich, wenn ich nach hinten schaue, nicht an die Situation erinnern, die so schwierig war wie im Moment, wo auch, glaube ich, bei vielen Menschen Ängste logischerweise hervorruft und wir, glaube ich, noch mal vor ganz anderen Herausforderungen stehen, wie wir es bisher standen. Und die Fragen sich zu stellen, finde ich total legitim. Und es ist auch wichtig, weil wir müssen ja wissen, wir müssen ja einen Kompass haben jetzt für die nächste Zeit und genau überlegen, worauf kommt es denn eigentlich an? Welche Prioritäten setzen wir? Im Übrigen, ein Koalitionsvertrag ist ja nicht irgendwie in Stein gemeißelt oder so. Also in der letzten Legislaturperiode war ja die Corona-Pandemie auch nicht im Koalitionsvertrag und man musste dann sozusagen meistern. Aber trotzdem werden wir uns jeden Tag sozusagen neu die Herausforderungen klar machen müssen. Wir werden Ziele entwickeln müssen. Wir werden Prioritäten setzen müssen, zum Beispiel auch logischerweise finanziell. Und da werden auch da und dort eventuell auch mal Dinge fallen müssen, die im Koalitionsvertrag verhandelt wurde. Ob jetzt wirklich nächstes Jahr irgendwo die schwarze Null schon wieder steht, glaube ich garantiert nicht. Ja. Und von daher sind diese Fragen, finde ich, schon richtig, damit wir eben, wie gesagt, einen Kompass, und zwar wir drei, also nicht wir als Person, sondern wir als Fraktion, diesen Kompass auch wirklich entwickeln können. Und dass wir auch wirklich aufpassen, dass wir da niemanden dabei verlieren und dass wir zum Beispiel die finanziellen Mittel, die wir zur Verfügung haben, dass wir die auch richtig einsetzen, dass wir die eben nicht per Gießkanne auspacken, sondern dass wir ganz genau gucken, wer braucht es, wer ist besonders belastet, wen müssen wir schützen, wer schafft es vielleicht im Moment ein Stück weit alleine. Und genau, also von daher finde ich jetzt diese Fragen nicht so schlimm, sondern wie gesagt, sie geben Orientierung und sagen uns, wo wir hin müssen. Vielleicht noch mal ein Wort zum... Ich finde auch, dass wir, ohne dass wir wussten, dass so ein Krieg kommt, ganz viele richtige Fragen sozusagen schon aufgeschrieben haben. Wir Grünen haben schon immer gesagt, dass Energiepolitik, Klimaschutz, die Unabhängigkeit, sprich erneuerbare Energien, dass es total wichtig ist, zum einen wegen dem Klimaschutz, aber dass es auch einen sicherheitspolitischen Aspekt hat. Wir müssen es gerade spüren und werden jetzt, also ich muss sagen, ich beneide Robert Habeck gerade nicht, weil ich einen Job er machen muss, in welcher Windeseile er sozusagen eine möglichst Unabhängigkeit vor allem beim Gas hinzubekommen. Aber es ist genau der richtige Weg. Und am Schluss ist vielleicht sogar so, dass diese Krise auch noch hilft, die andere Krise zu bewältigen, nämlich den Klimaschutz, den wir momentan vielleicht ein bisschen aus den Augen verlieren. Aber wenn wir ans Ahrtal zurückdenken, wissen wir, was da auf uns zukommt und wie schnell wir agieren müssen. Herr Kober, Frau Müller-Gemmecke sagte gerade, die Mittel sind begrenzt. Jetzt haben wir schon zwei Entlastungspakete im Bundestag gesehen, die jetzt gekommen sind. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg? Herr Lindner hat ja sogar Tankrabatte ins Spiel gebracht oder in die Diskussion geworfen. Das klang so überhaupt nicht nach FDP. Naja, also wir sind in einer Krise und wir lösen die Krise. Dieses Versprechen haben wir den Menschen, wenn man so will, gemacht. Das findet sich übrigens auch im Koalitionsvertrag. Ja, es gibt die Aussage im Koalitionsvertrag, dass der Staat handlungsfähig sein muss, um eine Krise zu bewältigen. Ohne damals zu wissen, dass eine kommen würde. Es war natürlich eher aus der Erfahrung der Corona-Pandemie. Und mich beruhigt zunächst einmal zu sehen, wie handlungsfähig wir sind. Regierung auf der einen Seite und Parlament auf der anderen Seite. Also wir entschieden... reagiert wird auf die Herausforderungen, die wir uns nicht ausgesucht haben. Ich glaube, es wird uns helfen jetzt, sich auch noch mal vielleicht mit anderen Prioritäten, aber
zumindest mal zu fokussieren. Manches, was im Koalitionsvertrag steht, bekommt eine ganz neue Dringlichkeit. Und nicht alles, was im Koalitionsvertrag steht, kostet Geld. Und vieles, was im Koalitionsvertrag steht, und wenn es umgesetzt ist, wenn Sie so wollen, bringt Geld. Können Sie dafür Beispiele nennen? Ja, Martin Rosemann hat beispielsweise gerade vom Einwanderungsgesetz gesprochen. Das kostet erstmal den Staat kein Geld, das umzusetzen. Ein modernes Einwanderungsrecht, das es ermöglicht, dass wir den Fachkräftemangel beseitigen. Wir haben 1,7, 1,8 Millionen offene Stellen derzeit. Die Wirtschaft sagt, es bremst uns um 90 Milliarden Euro beim Bruttoinlandsprodukt. 90 Milliarden Euro im Jahr. Ja, und wenn Sie jetzt überlegen, Sie lösen das eine Problem, haben Sie auf der anderen Seite Impulse für Wirtschaftswachstum und damit die Möglichkeit, neue Steuereinnahmen. Wir haben gesagt, wir möchten Verwaltung modernisieren. Durch die Ermöglichung von Jobrotationen von Landes- auf Bundesbehörden, von Bundesbehörden zur Wirtschaft, von der Wirtschaft zu Landesbehörden und so weiter und so fort. Kostet wahrscheinlich erstmal nicht sehr viel Geld. Ja? Wir sagen, wir wollen Planungsverfahren beschleunigen, damit Investitionen schneller möglich sind. Durch die Herausnahme beispielsweise von Prüf- und Doppelprüfungen und Einspruchsbehörden, sage ich jetzt mal. Ja? Das ist alles im Koalitionsvertrag angelegt, wird zu, ich sage es mal, mehr Dynamik führen und kostet zunächst einmal kein Geld. Wir haben zum Beispiel kein System, und das haben wir im Koalitionsvertrag sozusagen beschrieben als Problem, und die Lösung werden wir erarbeiten. Wir haben kein, wenn man so will, Forschungsdatenmanagement in Deutschland. Wir haben eine Menge an Daten, die der Forschung privat wie öffentlich zur Verfügung stehen könnten. Aber weil sie sozusagen nicht richtig gemanagt ist, bremsen wir uns im Fortschritt bei Technologie und anderen Fragen. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das wird uns helfen, gerade vielleicht auch, wenn wir ein bisschen aufs Geld gucken müssen für die Zukunft, bestimmte Dinge zu priorisieren. Technologieoffenheit bei der Frage der Bewältigung des Klimawandels, das sind so Dinge, die werden wir natürlich beschleunigen können. Und das hat was damit zu tun, dass wir die Wirtschaft entlasten, dass die Wirtschaft die Möglichkeiten geben, und dann greift wieder eins ins andere und kostet nicht zwingend Geld. Jetzt haben Sie meine Frage elegant umschifft. Ich hatte ja gefragt, was die FDP von diesen ganzen Entlastungen jetzt auch hält. Und wie, die Frage, die sich anschließt, ist ja, wie viel Geld bleibt denn dann noch für Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag? Der Mindestlohn ist ja schon gesetzt sozusagen. Aber es gibt ja auch noch weitere Vorhaben, die unter Umständen Geld kosten, die eben auch... Mindestlohn kostet auch kein Geld, der bringt auch eher Geld. Also ich habe versucht, Ihre Frage nicht zu umschiffen, sondern ich habe versucht, es verständlich zu machen. Wenn Sie das Bruttoinlandsprodukt um 90 Milliarden Euro steigern können durch Fachkräftezuwanderung und da von diesem Geld, was die Wirtschaft wächst, Steuern einnehmen können, dann haben Sie mehr Steuereinnahmen. Mhm. Das heißt, wir dürfen nicht so statisch denken. Natürlich sind die Ausgabenprogramme jetzt groß. Und das ist die Aufgabe natürlich einer Regierung, auch Krisen abzufedern. Und dass das nicht kostenlos geht, das ist natürlich auch klar. Mhm. Die Frage ist, ist es korrekt, sozusagen von der statischen Betrachtung auszugehen? Das habe ich im Geldbeutel und das ist meine Einnahme. Nein, ich kann natürlich auch, meine Ausgabe, ich kann natürlich auch Einnahmen steigern. Und vieles, was wir im Koalitionsvertrag uns vorgenommen haben, wird diesen Effekt haben. Und insofern bin ich gar nicht so unzuversichtlich, dass wir es schaffen werden, wie wir es auch fest versprochen haben, 2023 wieder die Schuldenbremse einhalten zu können. Und trotzdem natürlich die Dinge im Koalitionsvertrag im Wesentlichen umsetzen zu können. Sie wollten noch ergänzen? Ja, ich denke, man muss schon auch sagen, logisch, wir werden jetzt Geld in die Hand nehmen müssen, das geht gar nicht anders. Und wir werden es auch in die Hand nehmen müssen, um sozial gerecht, also mit wirklich, dass wir diejenigen, die wirklich wenig Geld haben oder zum Beispiel gar keine Arbeit haben, die in Armut jetzt heute leben, dass wir die trotzdem mitnehmen, und es wird Geld kosten. Aber ich denke, das haben wir auch mit dem Koalitionsvertrag auch versprochen, dass wir niemanden alleine lassen, dass wir niemanden vergessen unterwegs, egal was passiert. Und das werden wir auch, also ich meine, wir sind immer noch ein reiches Land. Ich glaube, da müssen weltweit andere Länder momentan aufgrund dem russischen Krieg ganz andere Sorgen haben, wie sie durch diese weltweite Krise kommen. Und ja, wir werden das hinkriegen und müssen dann halt die Prioritäten setzen. Es werden dann nicht alle immer das Gleiche kriegen, aber die es brauchen, die werden wir unterstützen, so dass sie mitkommen, dass wir sie mitnehmen können. Herr Rosemann, Sie haben richtig
Sie wollten... Ja, vielleicht zwei Anmerkungen dazu noch. Also das eine ist ja, wir haben ja bei dem Entlastungspaket ja gerade darauf geachtet, oder bei den Entlastungspaketen, es sind ja zwei, bisher, sage ich mal, weiß ja nicht, was noch kommt. Wir haben darauf geachtet, dass es eben nicht mit der Gießkanne ausgezahlt wird, sondern dass es zielgerichtet ist. Das ist ja auch wesentlich, dass auch die über höhere Einkommen verfügen, die breiteren Schultern haben, ein Stück weit mehr tragen können und ein Stück weit deshalb weniger, ist gar nicht entlastet werden müssen. Insofern ist ja zum Beispiel die Tatsache, dass die Energiekostenpauschale ja der Einkommensteuer unterliegt, sorgt ja genau dafür. Das ist die eine Anmerkung, die ich machen will. Die zweite ist, die Zukunft ist halt immer ungewiss. Deswegen, wir wissen nicht, wie das in der Ukraine weitergeht. Das weiß niemand. Ich muss sagen, ich bin nicht sehr optimistisch. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass das leider eine längere kriegerische Auseinandersetzung wird. Ich bin, was diese Friedensgespräche angeht, nicht sehr optimistisch, dass die russische Seite da ehrlich spielt. Und deswegen ist meine Einschätzung schon, dass wir in jederlei Hinsicht einen langen Atem brauchen werden. In jederlei Hinsicht, deshalb, weil zum Beispiel, wenn man sich entscheidet, auch Sanktionen zu verhängen, die auch Auswirkungen auf uns selbst haben, dann muss man das über eine lange Strecke durchhalten und nicht nur für ein paar Monate. Und die Auswirkungen sind ja in unterschiedlicher Weise. Energiepreise schon erwähnt worden, die Tatsache, dass ich glaube etwa 300.000 sind es jetzt Flüchtlinge zu uns gekommen sind, das ist zunächst mal eine Aufgabe und ich bin mir sicher, es wird nicht bei den 300.000 bleiben, insbesondere wenn das länger geht. Das heißt, wir brauchen in jederlei Hinsicht einen langen Atem und wir wissen nicht, was es noch für uns bedeutet. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir da jetzt keine Tabus setzen. Also Beate Müller-Gemmeke hat, finde ich, zu Recht gesagt, wenn die Krise entsprechend dramatisch bleibt, dann muss auch die schwarze Null, dann muss auch das Thema Ausnahmen von der Schuldenbremse auch für 2023 ein Thema sein. Aber es ist eben nicht so, dass man das jetzt aus ideologischen Gründen diskutieren, sondern wenn die Krise entsprechend da ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, Koalitionsvertrag hat gesagt, keine Steuererhöhungen. Ja, das ist natürlich auch in der Krise, ist es ja auch immer schwierig zu sagen, wir erhöhen da jetzt Steuern. Alles richtig. Aber zum Beispiel haben wir ja verabredet, dass wir Steuerhinterziehung deutlich besser bekämpfen, dass wir auch Steuerschlupflöcher nochmal angucken. Und da geht es um riesige Beträge. Also da geht es um mindestens 100 Milliarden Euro, die da jedes Jahr Bund, Länder und Kommunen verloren gehen. Und deswegen ist es schon ein Thema, dass wenn wir da, also nicht nur, wenn wir da ein Problem kriegen, aber insbesondere dann, natürlich der Finanzminister gefragt ist, dabei jetzt auch entsprechend diese Themen auch schnell anzugehen. Sie sprachen jetzt das Thema Steuererhöhungen an. Nicht nur Friedrich Merz, auch die Spiegeljournalistin Melanie Amann schrieb jüngst in einem Leitartikel oder über einen Koalitionsvertrag und sagte, von dem keiner weiß, ob er überhaupt noch gilt. Und Friedrich Merz sagte ja jüngst im Bundestag, der Koalitionsvertrag müsse neu verhandelt werden, wenn es Olaf Scholz mit einer Zeitenwende ernst meine. Ist das richtig, Herr Kober, oder ist das, was da drin steht, hat das Bestand, weil es eben doch einiges von dieser Krise antizipiert? Also ich könnte jetzt sagen, ja, der Koalitionsvertrag antizipierte jede Krise. Mhm. Es steht auch im Koalitionsvertrag, dass wir die Bundeswehr materiell, personell und finanziell besser ausstatten, dass wir sie auf die Notwendigkeiten der aktuellen Sicherheitsfragen ausrichten müssen. Insofern kann man sagen, man hatte natürlich eine große Weitsicht. Aber das ist natürlich überhaupt nicht im Blick gewesen, ehrlicherweise. Aber man soll natürlich schon, glaube ich, ernst nehmen, dass der Koalitionsvertrag auf den vielen Seiten, die er umfasst, viele Möglichkeiten bietet, in den nächsten jetzt noch fast 4 Jahren
erfolgreiche Politik zu machen, die dieses Land nach vorne bringt. Ja? Und ich hatte ja Beispiele genannt. Und ich bitte dann doch zu bedenken, dass wir in den Jahren nach der Wirtschafts- und Finanzkrise ein sensationelles Steueraufkommen hatten. Nicht dadurch, dass man Steuern erhöht hat, sondern dadurch, dass die Wirtschaft die Chance hatte, zu investieren, zu produzieren und zu verkaufen. Und wenn Sie das schaffen, dann ist es ein sehr viel nachhaltigerer ein nachhaltigerer Weg, zu Steuereinnahmen zu kommen, als die Erhöhung von Steuern. Und wie die Wirtschaft investieren kann, das hat zum Beispiel natürlich was mit Planungsverfahren zu tun. Ich war dieser Tage bei einer Firma, die wird einen sechsstelligen Eurobetrag pro Jahr durch die Abschaffung der EEG-Umlage einsparen. Was wird sie mit dem Geld machen? Sie wird natürlich investieren, sie wird sich auf die Digitalisierung weiter vorbereiten, sie wird in neue Produkte sozusagen investieren, forschen, entwickeln etc. Und das ist Wirtschaftswachstum. Das bereitet die Zukunft, das wird es bringen, sozusagen ermöglichen, dass wir bei der Frage des Klima, der Bewältigung der Klimakrise vorankommen und vieles andere. Also ich bin gar nicht so, wenn Sie so wollen, so statisch denkend. Ja, sondern wir müssen, glaube ich, dynamisch denken und dynamisch bleiben. Und das hat dieser Koalitionsvertrag als Geist. Und dann werden wir sehen, dass wir, glaube ich, sehr erfolgreich sein werden. Wenn von den 600.000, von denen Sie gerade sprachen, sechsstelliger Betrag, Eurobetrag, also ein Millionenbetrag, ein Hunderttausender Betrag, wenn davon noch was übrig bleibt, wenn die Inflation und die Energiepreise zuschlagen. Denn wir stehen ja auch da vor einer wahnsinnigen neuen Herausforderung. Und im Koalitionsvertrag kann ich mich nicht erinnern, dass da von einer Verlängerung der Kohleverstromung zum Beispiel die Rede war. Frau Müller, haben die Grünen jetzt wirklich massive Aufgaben auch zu leisten? Also einerseits gibt es ja diese wahnsinnige Chance und diesen Druck wegzukommen von fossilen Energien. Auf der anderen Seite scheinen sie ja im Moment und eben so auch die Atomkraft der Rettungsanker zu sein, der uns wegbringt von Putins Gas. Nee, sehe ich so nicht. Also nochmal. Ich habe es vorhin schon gesagt, also Koalitionsverträge sind nicht in Stein gemeißelt. Und wenn das jetzt Herr Merz sagt, dann soll er einfach mal gucken, was in der letzten Legislaturperiode alles gemacht wurde, ohne dass es im Koalitionsvertrag gestanden ist. Da gab es Krisen, da gab es Corona, da gab es, was weiß ich, den Hotspot beispielsweise in der Fleischindustrie damals. Dann wurde ein Arbeitsschutzkontrollgesetz auf den Weg gebracht, wo die Werkverträge in der Fleischbranche verboten wurde, ja, das stand nicht im Koalitionsvertrag. Und da hat, wenn man das irgendwie vor 5 Jahren jemand gesagt hätte, der hätte sich an den Kopf gegriffen und so. Also das ist das Erste. Ich denke, man darf das auch nicht so dramatisieren. Wir werden auf der einen Seite die Krisen, ich zähle übrigens Corona durchaus noch dazu, natürlich meistern müssen. Und wir werden auf der anderen Seite, sage ich mal, stoisch einfach auch ein Stück weit unsere Themen abarbeiten, die wir Stück für Stück eben angehen, die wir verändern wollen in den verschiedenen Ministerien. Zum Beispiel, was mir noch so ein besonderes Anliegen ist wenn es um Geflüchtete geht. Ja, wir haben jetzt die ukrainischen Geflüchtete, aber wir haben ja auch noch die syrischen, die afghanischen etc. Und dass es endlich aufhört mit dieser Duldung, dass wir eine Art Spurwechsel machen, dass die sich hier integriert haben, auch hier arbeiten können und. Es gibt so viele wichtige Themen, die auch trotz dem Krieg nebendran sozusagen auch verändert werden können. So, und jetzt nochmal zur Energiewende. Ja, natürlich, wenn die Situation im Energiebereich so aussieht, wie es momentan der Fall ist, muss man natürlich sich alles angucken. Es ist tatsächlich geprüft worden, ob die 2 Atomkraftwerke, die noch laufen, ob die sozusagen was helfen können. Es ist dabei rausgekommen, nein, sie werden nicht helfen können, weil Sicherheitsgeschichten etc., das lohnt sich gar nicht. Man kann die Dinger auch nicht rauf und runter fahren und. Also natürlich, da sind wir auch nicht ideologisch als Grüne, sondern wir sagen, alle Möglichkeiten, die theoretisch da sind, werden natürlich geprüft und angeschaut. Wir verabschieden uns auch nicht von dem, dass die Kohle früher abgeschaltet
abgeschaltet werden muss. Wir reden ja über einen längeren Zeitraum. Es ist ja nicht, geht ja nicht darum, dass die Kohle übermorgen komplett abgeschaltet werden soll. Und jetzt haben wir, und das finde ich eine ganz pragmatische Lösung, dass wir sagen, ja, die Kohlekraftwerke sind da. Und wenn es Not am Mann ist, wenn es notwendig wird, dann, also als Notfallreserve, werden sie sozusagen nochmal hochgefahren, weil da ist es zum Beispiel möglich. Aber insgesamt geht es wirklich darum, dass wir genau das, was auch der Klimaschutz uns sozusagen als Hausaufgabe mit auf den Weg gibt, dass wir wegkommen von den fossilen Energieträgern. Genau das werden wir machen und eben schneller. Es wird da und dort natürlich jetzt teurer werden, aber jetzt nicht wegen den erneuerbaren Energien, sondern weil die fossilen Energieträger einfach teurer werden in nächster Zeit und die ganze Welt sozusagen ihre Ausfälle, die russischen Ausfälle irgendwie überbrücken wollen. Aber ich denke, es ist eine Herausforderung, die zu meistern ist. Es ist schwer, aber sie ist zu meistern. Wir werden es in irgendeiner Form auch hinkriegen. Was macht Sie denn, darf ich noch eine kurze Nachfrage stellen? Was macht Sie denn so sicher, dass dieser Druck bei den fossilen Energien kein Strohfeuer wird, wie in den 70er Jahren bei der Ölkrise? Auch damals gab es ja schon Überlegungen über erneuerbare Energien. Und ich erinnere mich an einen Erdkundelehrer aus meiner Schulzeit, ein Grüner, der uns immer sagte, hätte man damals den Pfad weiter beschritten, wären wir jetzt unabhängig von Öl und Gas. Und das war in den 90ern. Also, ich bin mir ganz sicher, weil wir schon viel weiter sind. Mhm. Das ist ja das Schlimme, ja. Ich meine, das haben wir Grüne ja, ich weiß nicht, wie häufig gesagt. Also, wir haben beim Klimaschutz, ist es ja eigentlich schon nach 12 und nicht vor 12, ja. Mhm. Also, die Gletscher schmelzen, das Meerwasser steigt an. Wir haben Extremwetterlagen wie im Ahrtal und, ja. Und von daher der Druck, dass eben der Klimawandel auch in Deutschland angekommen ist, ja so hoch, dass wir ja gar nicht mehr anders können, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich kann es nur noch mal sagen, also wir haben doch jetzt gemerkt, was es bedeutet, abhängig zu sein, A, von Fossilen und dann auch noch eben in dieser Größenordnung 50% des Gasanteils sind wir abhängig von russischem Gas. Mhm. 50% bei Kohle, 35% beim Öl. Das ist enorm, das ist verrückt, ja. Und man wollte ja, die Vorgängerregierung wollte ja noch Nord Stream 2 auch noch obendrauf satteln, ja. Und also ich denke, die Fakten sind so dermaßen stark, dass da auch niemand mehr zurück kann. Und ich höre das ja auch, Man kriegt es ja auch mit, alles, was wir noch im Wahlkampf um die Ohren geschlagen bekommen haben, ja, das hört sich jetzt auf einmal ganz anders an. Und natürlich wird es nur noch einen Weg geben, eben in die erneuerbaren Energien rein. Mhm. Herr Rosemann, einen ähnlichen Druck an anderer Stelle verstärkt die Krise ja auch durch die Welle der Geflüchteten, die jetzt nach Deutschland drängt. Also wir sehen jetzt, wir hören jetzt zum Beispiel, also ich spreche jetzt über den sozialen Bereich, wir hören beispielsweise von Kitas, die ukrainische Kinder aufnehmen sollen. Wohin sollen wir sie, wie sollen wir sie denn noch aufnehmen? Wir hatten ja schon vorher zu wenige Erzieher. Haben Sie die Hoffnung, dass dieser furchtbare Krieg in dem Sinne auch dort als Beschleuniger wirken könnte im sozialen Bereich, dass soziale Sicherungssysteme, dass soziale Hilfen ausgebaut werden könnten, eben weil jetzt auch dort der Druck steigt, die Not steigt? Oder ist es eher umgekehrt, dass die Probleme dort nur wachsen werden? Ich glaube, wenn wir uns mal konzentrieren auf das Thema Kinderbetreuung, was ja in der Tat, also weil da kommen jetzt vor allem Frauen mit Kindern, mit kleinen Kindern, ein zentrales Thema ist. Und erst recht, wenn wir feststellen, die Frauen, die da kommen, sind häufig gut qualifiziert. Die haben eine hohe Erwerbsneigung, wie man da sagt, also sind in der Ukraine einer Arbeit nachgegangen, wie selbstverständlich, und wir wollen das auch häufig hier tun und viele auch schnell. Der Chef der örtlichen Agentur hat mir diese Woche erzählt, da standen drei Ärztinnen bei ihm im Zimmer.
wollten gleich arbeiten, sind natürlich auch gefragt. Und insofern ist neben Sprache und der Anerkennung von Abschlüssen natürlich das Thema Kinderbetreuung ein ganz entscheidendes. Und in der Tat, also braucht man nicht drum rumreden, da gibt es massive Engpässe. Ich war beim Bürgermeister von Biesingen diese Woche, der sagt, er weiß nicht, also er baut jetzt gerade 3 neue Kindergärten, er weiß nicht, wie er die unterbringen soll. Ich habe ja selber eine Tochter, die Kindergarten geht und wir erleben das als Eltern auch. Und meine Frau war auch ein paar Jahre Elternvertreterin, dass in Tübingen die Öffnungszeiten ja schon eingeschränkt worden sind. Ich glaube, in Reutlingen ist es noch dramatischer. Und das ist, insofern ist das eine riesige Herausforderung. Jetzt kann man nicht sagen, okay, auf der anderen Seite kommen einige da aus der Ukraine. Von den Frauen, die da kommen, sind einige gerade in dem Bereich tätig gewesen, also Erzieherinnen, Lehrerinnen und können uns da helfen. Können uns aber natürlich nur helfen, wenn sie schnell Deutsch lernen und insbesondere, wenn die Abschlüsse schneller anerkannt werden. So, und jetzt sehen wir hier, Pascal Kober hat es ja vorhin so ein bisschen angedeutet, als er über das Thema Einwanderungsrecht gesprochen hat. Fachkräfte ist im Moment das größte Wachstumshemmnis in der deutschen Wirtschaft. Und Fachkräftemangel ist das größte Problem, was wir hier in dem sozialen Bereich haben. Es liegt nicht am Geld, sondern es liegt an den fehlenden Fachkräften. Und insofern glaube ich jetzt eine Sache, glaube ich nicht nur, die hoffe ich vor allem auch. Nämlich, dass wir an der Stelle auch alte Zöpfe mal abschneiden und ein Stück weit unbürokratischer werden. Also was ein Riesenproblem ist in Deutschland, sind die Verfahren zur Anerkennung von Abschlüssen. Das ist wirklich, also so geht es nicht mehr. Und Hubertus Heil hat ja vor ein paar Tagen da einen Gipfel gehabt, auch diese Woche, wo er unter anderem, also mit den ganzen Arbeitsmarktakteuren deutschlandweit gesagt, okay, und das ist das zentrale Thema, da müssen wir einfacher und schneller werden. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bin gerade in dem Betreuungsbereich, das ist Bildung, frühkindliche Bildung, und das ist extrem wichtig und da muss ich auch hohe Qualitätsstandards ansetzen. Aber ich glaube, dass wir uns da in eine Sackgasse rein manövriert haben, wenn wir sagen, eine Fachkraft ist nur eine Fachkraft, die entweder eine 4-jährige duale Ausbildung gemacht hat, PIA, oder eine 4-jährige schulische Ausbildung auf der Fachschule. Ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gibt, die in diesem Bereich Talent haben. Und das heißt nicht, dass die da einsteigen können, sie sind dann gleich Fachkraft. Aber das heißt, dass Dinge, die die vorher gemacht und gelernt haben in einem anderen Beruf, in einer anderen Ausbildung, in einem anderen Studium, dass man sich sehr genau angucken muss, welche Kompetenzen bringen die mit. Und dass man diese Kompetenzen dabei anerkennen muss. Sonst, und es gilt sowohl für ausländische, also Ausland erworbene Kompetenzen, als auch hier in anderen Berufen anerkannte Kompetenzen. Und deswegen, da müssen wir wirklich neue Wege gehen. Und da gilt der alte Spruch, nicht alter Spruch, wahrscheinlich kenne ich ihn gar nicht so viel, das ist eines meiner Lieblingszitate. Picabia hieß der Mann, das ist ein Künstler, der hat mir gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Das ist mein Lieblingszitat und ich glaube, wir müssen auch denjenigen, die da wirklich so gerade Beton anrühren, klar machen, sie werden nur Entlastung erfahren in dem Bereich, wenn sie bereit sind, neue Wege zu gehen. Ich sage es nochmal, da geht es nicht um Qualitätsabstriche, sondern da geht es darum, Kompetenzen in anderen Bereichen erworben wurden, so anzuerkennen, dass ich individuell darauf aufbauen kann und die Leute nicht nochmal einmal voll durch die Mühle schicken. Jetzt sage ich es doch, meine Frau hat ein Studium der Film und Theater, sie will das wahrscheinlich nicht, dass ich das hier sage, also nicht weiter sagen. Sie hat ein Studium der Film und Theaterwissenschaften erfolgreich absolviert und hat in dem Beruf nicht so richtig beruflich
Fuß gefasst. Das ist ja auch so ein bisschen, kann man sagen, ja. Die hat also projektmäßig gearbeitet und hat dann eine Zeit lang Kinderbetreuung freiberuflich gemacht und dann kamen die eigenen Kinder, hat Familienzeit gemacht. Die fängt zum 1. September eine Ausbildung an. Eine Ausbildung als Erzieherin. Ja, die hat ein abgeschlossenes Studium und Erfahrung in dem Bereich und muss jetzt 4 Jahre, volle 4 Jahre das machen. Das heißt, sie steht erst in 4 Jahren als Fachkraft zur Verfügung. Und es gibt viele andere ähnliche Beispiele. Und da geht es mir nicht um meine Frau, sondern da geht es mir darum, dass ich glaube, dass da Ressourcen verschwendet werden und dass wir da Geld reinbuttern müssen, das wir gar nicht reinbuttern müssen, dass die auf die Berufsschule da geht. So, warum? Die hat ein abgeschlossenes Studium. So, und das sind Dinge, da fehlt mir das Verständnis. Und ich glaube, dass wir, und das ist das, was ich meine, ich glaube, dass wir uns das als Gesellschaft nicht leisten können. Und dass wir aus der Krise wahrscheinlich viel lernen können, auch für viele Bereiche. Genau, und jetzt ist der Punkt, jetzt habe ich schon lange genug geredet, aber deswegen Schlusssatz an der Stelle. Da kann ja jetzt die Krise mit den Ukrainerinnen, wo wir jetzt mal uns fragen müssen, ne, die werden ja nicht alle irgendwie da jetzt ein Zeugnis mitbringen, und dann werden sie auch nicht, er wird auch nicht 1:1 in der ukrainischen Kita das gemacht worden sein, was hier in der deutschen Kita an Standards da ist. Und da werden wir das ja vielleicht mal jetzt anhand der Ukrainerin vielleicht mal lernen, auf die Kette kriegen. Und vielleicht kann der ein oder andere ukrainische Lehrer oder die ein oder andere ukrainische Lehrerin uns auch beibringen, wie man das mit diesem Digitalunterricht so richtig gut hinkriegt. Soll ja da auch schon weiter sein. An der Stelle möchte ich an Sie übergeben. Haben Sie, jetzt sind Sie dran, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer. Haben Sie Fragen an dieses Podium? Nutzen Sie die Gelegenheit und feuern Sie gerne Ihre Fragen ab. Gerne melden. Ich würde dann mit dem Mikro kommen. Ich sehe, wir haben auch aus dem Chat, aber vielleicht fangen wir mal mit einer Frage aus dem Publikum an, wenn jemand etwas fragen möchte. Wenn sich keiner traut, nehmen wir sonst einen aus dem Chat vielleicht? Ja, ich sehe jetzt spontan keinen, dann gehe ich mal rüber. Sie können ja überlegen in der Zwischenzeit. Ich lese Ihnen mal, oder ich... Ja, ich schalte mich kurz aus der Technik zu. Ich habe eine Meldung von einem der Zuschauer hier, der fragt, ich bin der Überzeugung, dass wir in der jetzigen Krise mindestens genauso hohe Milliardenbeträge aufwenden müssen wie in der Corona- und Finanzkrise. Und dies bedeutet seines Erachtens auch eine hohe Schuldenaufnahme. Wie wird das eingeschätzt? Möchte vielleicht Herr Kober die Frage nochmal nehmen? Hat er jetzt? Also sicherlich wird das sehr, sehr viel Geld kosten, diese Krise zu bewältigen. Aber jetzt ist die Frage, was ist die Lösung? Ja, ist die Lösung im Bereich der Schuldenaufnahme oder ist die Lösung im Bereich der Einnahme? Und wenn man über Einnahmen redet, dann sollte man zum Beispiel ins Jahr 2019 gucken, also vor Corona. Da war zur Überraschung aller die Einnahmeseite des Bundes bei den Steuernahmen 19 Milliarden Euro mehr, als man vermutet hatte. Warum? Nicht, weil man Schulden aufgenommen hat oder in irgendeiner Weise Steuern erhöht hat, sondern weil die Wirtschaft in der Lage war, das zu tun, was sie tun soll, nämlich Wohlstand schaffen. Und das ist der richtige Weg. Ich wollte übrigens auf das Beispiel von Martin Rosemann so sprechen. Das ist genau das, was ich meine. Diese Krise wird, der Druck dieser Krise wird uns helfen, uns neu zu fokussieren auf das, was wichtig ist. Wir werden auch Wohnraum brauchen. Wir haben im Koalitionsvertrag die Aussage, dass wir sagen, wir wollen serielles Bauen durch Typengenehmigungen sozusagen ermöglichen. Klingt irgendwie komisch oder man kann leicht darüber hinweglesen. Aber wenn es jetzt darum geht, schnell Wohnraum zu schaffen, dann wird das eine Lösung sein. Und vielleicht wird das genau das sein, was vielleicht ein bisschen schneller kommen wird, als es vielleicht ohne den Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine geschehen wäre. Und da, glaube ich, bietet der Koalitionsvertrag sozusagen genug, weil der basiert ja auf Ideen von Fachpolitikern aus 3 Parteien, die sie über viele Jahre auch entwickelt haben, auf der Grundlage dessen, dass man gesehen hat, dass manches einfach auch anders sein könnte in unserem Land. Und da steht jetzt ganz, ganz viel drin. Und ich glaube, da werden wir überrascht sein, welches Instrumentarium uns da zur Verfügung stehen wird. Und das Beispiel, was Martin Rosemann genannt hat, ist genauso wie das vom seriellen Bauen. Wir müssen einfach sehen, dass wir die Notwendigkeit im Grunde schon immer erkannt hatten. Und jetzt durch die
und auch die Lösungen schon hatten. Und durch die Krise werden wir manches schneller schaffen und einfacher schaffen, als es vielleicht zu befürchten war. Das ist schrecklich, was in der Ukraine passiert. Und trotzdem sage ich, in jeder Krise steckt auch ein Stück Chance und das sollten wir nutzen. Ich glaube, dass diese Koalition in der Lage ist, genau das zu tun, wenn man so will, das Beste daraus zu machen. Und da freue ich mich letzten Endes auch, dass genau diese drei Parteien koalieren, weil alle drei, wie wir am Anfang ja schon alle drei festgestellt haben, eigentlich vor Tatendrang sozusagen kaum zu bremsen sind. Gibt es weitere Fragen hier? Man hat sie allerdings schwer verstanden. Vielleicht können Sie etwas lauter sprechen ins Mikro. Ja, kann ich auch. Ist das besser? Ja. Sehr gut. Dann ein Themenwechsel, der vorher quasi via Ukraine und Schulen schon angesprochen wurde. Es wird gefragt, wie wird die Ampelkoalition die Digitalisierung in Schulen konkret vorantreiben? In Schulen. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe des Bundes, aber vielleicht möchten Sie trotzdem... Ja, ist nicht eigentlich nicht die Aufgabe des Bundes, sondern der Länder. Das war es ja aber in den letzten Jahren auch schon nicht. Und trotzdem hat ja schon die letzte Regierung, also die Große Koalition, mit dem Digitalpakt Schule angefangen, die Länder da finanziell zu unterstützen. Und soweit ich weiß, das ist jetzt, glaube ich, nicht unser Spezialgebiet hier, aber soweit ich weiß, ist das im Koalitionsvertrag auch verabredet, dass das weitergehen soll und dass das verstetigt werden soll. Wir alle drei können uns ja sogar vorstellen, eine Grundgesetzänderung an der Stelle nochmal zu machen und das Kooperationsverbot in ein Kooperationsgebot zu verändern. Weil gerade bei dem Thema Digitalisierung ist es ja so, dass diese Aufgabe des Bundes für gleiche Lebensverhältnisse zu sorgen eine besondere Bedeutung hat. Weil es entscheidend ist, gerade bei diesem Zukunftsthema, dass da eben keine Region und keine Schule letztlich abgehängt wird. Und deswegen sehen wir da eine Aufgabe des Bundes drin, dafür zu sorgen, dass es tatsächlich eben an der digitalen Infrastruktur nicht scheitert, dass die Lebenschancen von jungen Menschen eben unterschiedlich oder dass die Lebenschancen gleich sind, so muss ich sagen, und sicherzustellen, dass das auch tatsächlich klappt. Ich würde ganz kurz nur ergänzen, inhaltlich, dass wir auch besprochen haben, dass wir diesen Digitalpakt nicht nur verstetigen, sondern ein Stück weit auch ausbauen, dass zum Beispiel die Weiterbildung, die Ausbildung mit aufgenommen wird. Ausbildungsgarantie wollen wir auch auf den Weg bringen. Und da ist auch besprochen worden, dass auch diese Schulen und diese Bereiche eben besser digitalisiert werden müssen, weil ich meine, wenn mein Beruf lernt, um in den Beruf reinzugehen, braucht man eben diese digitale Kompetenz auch. Und von daher wollen wir auch dort eben erweitern und auch diese Schulen mit reinnehmen. Gibt es weitere Fragen? Nein? Gibt es noch hier im Raum Fragen von Ihrer Seite? Scheint auch nicht der Fall. Wir haben ein Thema noch nicht angesprochen, das vor der Ukraine unser Handeln und Denken oder das politische Handeln und Denken über 2 Jahre bestimmt hat, und zwar Corona. Vor gut 2 Wochen wurden weitreichende Lockerungen beschlossen und jetzt kommende Woche dürfen Sie im Bundestag über die Impfpflicht abstimmen. Wie ist denn Ihre Prognose? Ich lese heute bzw. morgen bei meinem Kollegen Norbert Wallet, dass jetzt alles von der CDU abhängt. Also was wird die Impfpflicht überhaupt kommen? Ab 18 oder ab 50? Im Moment sieht es ja noch nicht ganz sicher aus. Bitte. Ich weiß es nicht, ob sie kommt. Ist im Übrigen ja auch mal spannend, dass ein Bundestag sozusagen so eine wichtige, so eine große, so eine besondere Frage tatsächlich ohne Koalitionszwang, sondern wirklich durch Gesetzentwürfe, die aus dem Bundestag heraus die Fachleute erarbeitet haben, eben über die Fraktionsgrenzen hinweg, finde ich im Übrigen immer Sternstunde eigentlich, mal ganz unabhängig jetzt von dem Thema, eine gute Sache. Ich würde mir wünschen, dass wir häufiger mal so agieren könnten.
Ja, es ist ein schweres Thema. Leider Gottes, das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, die CDU nimmt sich da momentan raus und macht so ein bisschen auf Parteipolitik bei einem Thema, wo ich sage, dass es da nichts zu suchen hat. Also wir Grünen haben in der letzten Legislaturperiode bei aller Kritik, wo wir im Detail hatten, da und dort, haben wir aber immer gesagt, nein, das ist ein Thema, das ist nicht dazu da, um sich irgendwie parteipolitisch zu profilieren oder irgendwie, sondern wir müssen da zusammenstehen, wir müssen zusammen auch klare Orientierung bieten, klare Signale geben und haben also da, wo es richtig war, auch immer dazu zugestimmt. Und das würde ich mir momentan auch wünschen, dass das sozusagen nicht da die Vorgabe ist, Leute, stimmt für den CDU, vielmehr Unionsantrag und nicht für die anderen. Also und genau das wird momentan besprochen. Es ist noch nichts klar. Es ist auch nicht klar, ob wir eine Mehrheit haben. Es wird, denke ich mir, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, einen Kompromissantrag geben, der sozusagen zusammenfasst. Das war von Anfang an eigentlich klar. Das wird also von daher nicht ab 18 sein, sondern ab einer gewissen Altersgrenze. Das Entscheidende ist, dass wir eigentlich darüber diskutieren müssen, brauchen wir eine Impfpflicht? Ich glaube, wir brauchen sie. Wir sind noch lange nicht durch diese Pandemie durch. Ich fände es gut, wenn wir auch als Ampel irgendwie mal vor die Welle kämen und nicht immer hinterherlaufen würden. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir Grünen es auch falsch fanden, jetzt alle Regeln zu kappen, sondern die Maskenpflicht, vor allem im öffentlichen Raum, glaube ich, wäre angemessen gewesen. Und das Schlimmste wäre, wenn wir sozusagen jetzt so ein bisschen in große, also auch wirtschaftlich in Probleme kommen, aufgrund des Krieges, des russischen Krieges, und wir dann noch im Herbst sozusagen noch eine Corona-Welle obendrauf kriegen, wäre, glaube ich, extrem schlimm. Also von daher, ich persönlich würde mir wünschen, dass der Bundestag mit einer breiten Mehrheit dafür ist und sagt, hier, wir wollen die hohe Impfquote haben, dass wir möglichst wirklich in die endemische Lage so langsam hinüberwechseln könnten. Was ja eine paradoxe Situation wäre, also in der Woche, in der zum Beispiel in Baden-Württemberg dann wirklich fast alle Corona-Beschränkungen fallen, wird im Bundestag über dass ein Instrument entschieden, das wahrscheinlich ein Teil der Bevölkerung als den massivsten Eingriff in der gesamten Corona-Politik betrachtet, nämlich den Eingriff in die eigene körperliche Versehrtheit oder Unversehrtheit. Das ist überhaupt keine paradoxe Situation. Ja. Ich finde es interessant, dass Sie es ansprechen, aber deswegen, ich würde gerne, wenn ich darf, da einhaken, aber ich will doch eine, weil Sie ganz am Anfang, Frau Krah, gesagt haben, dass Herr Lauterbach jetzt den Freedom Day mitfeiern würde, da muss ich schon entschieden widersprechen. Also ich habe nicht gesagt, dass er ihn feiert, sondern er trägt ihn mit. Nein, aber ich glaube, das ist ein bisschen falsche Interpretation. Das ist eine falsche Interpretation dessen, was da beschlossen wurde. Also natürlich, mir geht es auch zu weit und ich finde, man hätte die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, zumindest beim Einkaufen im Einzelhandel, weiterhin haben müssen. Das ist eine Einschränkung, die jedem und jeder zumutbar ist. Aber wir haben sie nach wie vor in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Bussen, in Bahnen und in Flugzeugen. Also insofern ist es nicht richtig, dass alles abgeschafft wurde. Und es ist auch so, dass die Länder die Möglichkeiten haben, dort, wo sie Hotspots haben, entsprechend auch weitergehende Maßnahmen zu beschließen. Und wenn die baden-württembergische Landesregierung dazu nicht in der Lage ist, dann fällt es auf die baden-württembergische Landesregierung zurück und dann kann sie die Verantwortung dafür nicht bei Lauterbach suchen. Das vielleicht nur vorab. Aber es ist überhaupt keine paradoxe Situation, weil die Impfpflicht ja nicht diskutiert wird vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, der aktuellen Welle, die ja durch Omikron beherrscht wird. Dafür brauchen wir keine Impfpflicht. Und ich glaube, der Eindruck ist leider in der Öffentlichkeit entstanden, dass es darum geht. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht um was anderes. Es geht um die Frage, wie wir aus dieser Pandemie eigentlich rauskommen. Und zwar längerfristig rauskommen. Denn meine Überzeugung und die Überzeugung von vielen Kolleginnen und Kollegen ist, dass es dieser Gesellschaft
insbesondere unseren Kindern, aber auch unserer Wirtschaft nicht mehr zumutbar ist, wegen einem gewissen Anteil in der Gesellschaft von Leuten, die nicht bereit sind, die Solidarität mit anderen aufzubringen und sich impfen zu lassen. Es ist dieser Gesellschaft nicht mehr zumutbar, dass wir im nächsten Herbst und Winter wieder weitgreifende Einschränkungen bis hin zu einem Lockdown beschließen. Ich habe das selber erlebt mit kleinen Kindern, die über Monate hinweg nicht in den Kindergarten konnten. Und ich habe das verteidigt und als notwendig verteidigt, weil es damals noch keine Impfstoffe gab. Aber jetzt sind wir in einer anderen Situation. Wir haben Impfstoffe, übrigens nicht nur mRNA-Impfstoffe, sondern ja mittlerweile auch sogenannte Totimpfstoffe. Das heißt, es ist jetzt eine Frage der Solidarität, dass wir gemeinsam für ausreichend Grundimmunisierung in der Bevölkerung sorgen, um aus dieser Pandemie rauszukommen, diese stark einschränkenden Maßnahmen in der Zukunft nicht mehr zu haben. Das ist der Kern, um den es hier geht. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die gesagt haben, ich will unbedingt eine Impfpflicht haben. Ich sehe, dass das mit großen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte verbunden ist. Aber wir sehen, dass es freiwillig nicht geht. Die Hoffnung, die ich und andere hatten, dass es auf freiwilliger Basis geht, dass es dadurch geht, dass wir die Impfkampagne noch mal nach vorne bringen, gemeinsam Bund und Länder, das hat nicht ausreichend getragen. Und deswegen sind wir heute hier an dem Punkt, völlig unabhängig von dieser aktuellen Welle, dass wir den Leuten sagen müssen, wenn es diese allgemeine Impfpflicht nicht gibt, dann laufen wir Gefahr, dass wir massiv wieder im Herbst und Winter wieder zumachen müssen, bis hin zum Lockdown. Und das ist, sagt es nochmal, nicht zumutbar. Und gestatten Sie mir noch einen Satz zur CDU-CSU. Denn das ist in der Tat so, wie die Beate Müller-Gemminke gesagt hat. Klären wir nach, Angstmann Koch, ist aber Renate, komme ich jetzt auf die? Bitte vielmals um Entschuldigung. Wie die Beate Müller-Gemminke hier gesagt hat, CDU und CSU haben, als sie mit uns gemeinsam regiert haben, haben sie zu Recht mit eingefordert, dass die in den Ländern mitmachen, dass die auch im Bund mit Verantwortung übernehmen müssen. Die Grünen haben das gemacht. Mit wenigen Ausnahmen abgesehen haben sie es immer gemacht. Und die Union spielt jetzt hier Opposition und will diese Verantwortung nicht wahrnehmen. Das ist verantwortungslos. Und der Vorschlag, den die vorgelegt haben, der ist hanebüchen. Der ist hanebüchen. Die sprechen von einem Vorsorgegesetz. Aber was die sagen ist, die Impfpflicht greift erst dann, wenn die Krankenhäuser voll sind. Ja, das heißt, wenn die Krankenhäuser im Herbst voll sind, mitten in der Welle, dann beginnt die Impfpflicht. Und dann müssen die Ungeimpften, Impfpflicht ist ja für Ungeimpfte, nicht für Leute, die schon geboostert sind. Ja, deswegen habe ich schon den Witz neulich jetzt gemacht. Wir machen den Kompromiss, Impfpflicht nur für Ungeimpfte. Mal sehen, ob das klappt. Ja, also Impfpflicht ist ja für Ungeimpfte. Das heißt, ich brauche dann mehrere Wochen, weil die drei Impfungen müssen ja mit einem gewissen Abstand passieren. Und bis die dritte Impfung dann erledigt ist, ja wunderbar, bis dahin ist die Welle rum, bis dahin sind die Intensivstationen vollgelaufen mit allen Konsequenzen. Und wie das Leute wie Herr Spahn, der war 4 Jahre Gesundheitsminister, der weiß doch ganz genau, dass das Humbug ist. Und da laufen in der CDU-CSU noch andere rum, die wissen, dass das Humbug ist. Wie die das vor ihrem Gewissen verantworten können, das ist mir schleierhaft. Man muss nicht für eine Impfpflicht sein. Ja, muss man nicht. Man kann am Ende sagen, okay, ich kann das nicht. Ja, aber wie man vor seinem Gewissen so einen Humbug verantworten kann, das ist mir wirklich schleierhaft. Verstanden. Ich möchte aber doch noch mal den Gedanken des Paradoxons aufgreifen beziehungsweise ausführen und damit vielleicht Herrn Kober noch mal eine Frage stellen. Und zwar ist es für mich tatsächlich ein Paradoxon insofern, als ja jetzt, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, auf der einen Seite auf die Eigenverantwortung der Bürger gesetzt wird. Die Aufhebung der Maskenpflicht ist ja keine Pflicht, die Maske nicht zu tragen. Und zum anderen wird eben nächste Woche darüber diskutiert, ob man die Menschen dazu zwingen kann, sich impfen zu lassen. Und da wüsste ich von Ihnen gerne, Herr Kober, finden Sie das unglücklich, dass das gerade zusammenfällt? Denn einerseits hat ja nun die FDP das erreicht, was
wofür man lange geworben hat während der Pandemie. Man hat jetzt die Regeln aufgehoben, weitestgehend, damit die Leute selber entscheiden können, wie sie sich verhalten. Und andererseits spricht man kommende Woche in der politischen Debatte über einen erneuten Zwang. Es geht um eine Maßnahme, nämlich das Impfen. Und wir reden bei dem Aufheben von Maßnahmen ja um ein Bündel von Maßnahmen. Also man könnte sich schon, ohne jetzt wirklich ein Paradoxon darin zu sehen, vorstellen, dass eine Maßnahme verpflichtend wird und gleichzeitig andere wegfallen. Also das sehe ich jetzt nicht so dramatisch im Sinne eines Paradoxon. Nun hatten Sie ja anfangs allerdings auch gefragt, ob wir glauben, dass es zu einer allgemeinen Impfpflicht kommt. Also ich würde heute sagen, ich glaube es nicht. Es wird dafür keine Mehrheit geben. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Mehrheit geben könnte für eine Impfpflicht ab einem bestimmten Alter, also ab 50. Das kommt dann dadurch zustande, dass sich da natürlich die, die das jetzt schon befürworten, ergänzen mit denen, die dann eigentlich eine Impfpflicht ab 18 wünschen würden. Und dadurch kann es zu einer Mehrheit kommen. Ich finde aber, was meine beiden Kollegen gesagt haben, absolut richtig. Das Handeln der CDU ist schon sehr eigenartig. Denn es ist absolut unüblich, dass wenn man sich verständigt darauf oder bei ethischen, medizinethischen Fragestellungen, ist es eigentlich die gute Praxis im Deutschen Bundestag, das nicht nach Fraktionen abzustimmen, sondern nach den persönlichen individuellen Überzeugungen der Abgeordneten. Und das jetzt dann doch wieder zu einem taktischen und Fraktionsfrage zu machen, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und es rührt natürlich einerseits daher, dass die Union versucht, sich in Oppositionspolitik, also sie versucht sich als Oppositionsfraktion, versucht da irgendwie mit Taktik irgendwie was zu erreichen, Aufmerksamkeit, und gleichzeitig natürlich in sich selber völlig uneins ist. Ja, der gesundheitspolitische Sprecher Tino Sorge hat schon vor Wochen gesagt, dass er eine allgemeine Impfpflicht weder für wissenschaftlich noch für verfassungsrechtlich vertretbar hält. Also ihr eigener gesundheitspolitischer Sprecher. Und insofern ist das noch mal skurriler. Also ich finde diese Rolle der Union unglücklich. Ich glaube aber auch, und da sieht man dann doch die unterschiedlichen Argumentationsmuster, ich glaube, dass Grundrechte etwas sind, für das man sich nicht rechtfertigen muss. Das ist ein Kern sozusagen des Grundverständnisses von der Idee von Grundrechten. Und insofern würde ich auch nie als Politiker sozusagen jemanden in eine moralische Defensive versuchen zu bringen, beispielsweise, wie es jetzt mein Kollege Martin Rosemann gemacht hat, zu sagen, es ist eine Frage der Solidarität. Verzichte auf dein Grundrecht und verhalte dich solidarisch. Also ich glaube, da haben wir jedenfalls eine andere Vorstellung. Selbst wenn bei uns in der FDP auch einige für eine Impfpflicht sind, ab 18. Aber trotzdem glaube ich, dass die Argumentationsfigur, jedenfalls mir gefällt sie nicht. Ich glaube, dass Grundrechte etwas sind, das hat man, und dafür muss man sich nicht rechtfertigen. Und ich fordere diese Rechtfertigung auch nicht. So, das Zweite ist, es geht natürlich um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Ja, und jetzt haben wir die Situation, dass wir eine Variante dominierend haben, die auf den Impfstoff oder auf die der Impfstoff sozusagen keinen Schutz bietet. Alle oder die allermeisten, die sich jetzt infizieren, sind ja dreifach oder zweifach geimpft. Und das zeigt, dass wir im Grunde gerade keinen Impfstoff haben. Und jetzt ist wieder die Frage, ist es verhältnismäßig, sozusagen auf einer Hypothese basierend, es könnte mal einen Impfstoff geben, es könnte eine andere Variante geben, sozusagen in die Zukunft hinein so einen tiefgreifenden Eingriff in die Grundrechte vorzunehmen. Wie gesagt, es gibt in unserer Fraktion, also bei der FDP, auch die und die und die Meinung, also sozusagen drei Meinungen. Aber zumindest mal halte ich diesen Gedanken und diese Argumentation nicht für abwegig. Ja, und ich finde, sie verdient Respekt. Und deshalb denke ich, dass es genau richtig ist, dass der Deutsche Bundestag das sozusagen in die eigene Verantwortung der einzelnen Abgeordneten gelegt hat, weil es ist eine Gewissensentscheidung. Das soll sich dann am Donnerstag dann auch so zeigen. Es ist noch eine Woche hin.
Und dann werden wir sehen, wie der Bundestag entscheidet. Sie wollten noch was ergänzen. Kann ich so nicht stehen lassen. Sie können gar nicht. Weil es kann ja nicht sein, dass jetzt diejenigen, die momentan eine Impfpflicht, also sozusagen im Quatsch hinterherrennen, natürlich hilft dieser Impfstoff tatsächlich und natürlich schützt dieser Impfstoff momentan. Er schützt zwar nicht alle davor, dass sie nicht angesteckt werden, beziehungsweise dann vielleicht auch jemand anderes anstecken können, infizieren können, aber sozusagen viel weniger als jemand, der nicht geimpft ist. Das ist Punkt eins. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, dass dieser Impfstoff eben die Menschen vor einem schweren Verlauf schützt. Und genau darum geht es doch. Es geht hier doch gar nicht nur um die individuellen Freiheiten und individuellen Grundrechte, sondern es geht um unsere Gesellschaft und dass wir ein Gesundheitssystem haben, das nicht kollabiert, dass wir nicht die Situation haben, dass wir wieder viele Menschen auf Intensiv haben, die dann vielleicht in andere Kliniken, in andere Bundesländer verflogen werden müssen. Oder was finde ich viel zu wenig irgendwo realisiert wird, ist, ich weiß nicht, wie viele Operationen und Behandlungen verschoben werden mussten aufgrund der hohen Anzahl von Corona-Erkrankten in den Kliniken. Ob die jetzt auf Intensiv lagen oder eben wie im Moment eben unheimlich viele Betten sozusagen reduzieren und auch Personal eben binden, und eben andere Operationen gar nicht gemacht werden können. Das ist doch das Ziel. Unser Ziel ist nicht der Schutz des Einzelnen, sondern sozusagen, dass unser Gesundheitssystem funktioniert und auch bei Belastungen noch weiter funktioniert. Und der zweite Punkt, wo ich auch einfach nochmal sagen will, weil das so oft vergessen wird. Es geht, ich habe schon gesagt, nicht nur um die Freiheit, die Grundrechte des Einzelnen, sondern es geht auch zum Beispiel um die Freiheit derjenigen, die vorerkrankt sind und besonders gefährdet sind. Und da meine ich eben nicht die 80-jährige Person im Altenzentrum, sondern vielleicht die 30-jährige Frau, die vorerkrankt ist, die vielleicht gar nicht geimpft werden kann. Oder das fünfjährige Kind. Wie bitte? Oder das fünfjährige Kind. Genau, oder das wollte ich gerade sagen, das fünfjährige Kind, das seit 2 Jahren nicht mehr in die, das geht vielleicht nicht in die Kita, aber oder das 7-, 8-, 9-jährige, wo nicht in die Schule gehen kann, wo die ganze Familie mehr oder weniger zu Hause isoliert sind. Und die sind nicht laut, aber die haben genauso ihre Rechte. Und darum ist unser Job, glaube ich, als Politik, dass wir eben sozusagen auf diese Balance gucken müssen, auf diese gesellschaftliche Freiheit, die dann für mich eben jeden Einzelnen umfasst. Und da brauchen wir diese Balance. Und da ist sozusagen die Entscheidung. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Und Sie sagten beide schon, ein einfaches Mittel, das ja jetzt fällt oder fallen darf in vielen Bereichen, ist ja die Maske, die FFP2-Maske, die ja auch, zumindest wenn man den jüngsten Studien Glauben schenkt, gut gegen die Omikron-Variante hilft oder schützt. Vor dem Hintergrund, dass jetzt eben diese Maske erstmal auch per Gesetz fallen gelassen wird, glauben Sie, dass das Infektionsschutzgesetz in der Form Bestand haben wird oder wird man das fast bald wieder nochmal aufmachen müssen, wenn man eben feststellt, dass die eine oder andere Barriere doch zu früh gefallen ist? Das wissen wir einfach noch nicht. Wir wissen nicht, wie die Entwicklung ist. Wenn wir Glück haben, bleibt es bei der Omikron-Welle oder bei der Mutante, die wir momentan haben. Wenn wir Pech haben, gibt es eine neue Mutante und wo ich glaube, wo alle, die ein bisschen in dem Bereich unterwegs sind, am meisten Sorge haben, ist, dass es sozusagen ein Omikron ist, also hochinfektiös und auf der anderen Seite hochgefährlich, also die Delta-Variante, wenn das sozusagen zusammenkommt und sich dann verbreitet. Wenn so eine Mutante unterwegs sein wird im Herbst, dann noch kalte Winterszeit etc., dann werden wir natürlich wieder das Infektionsschutzgesetz aufmachen müssen, ist logisch. Gibt es an der Stelle noch mal Fragen aus dem Publikum? Vielleicht hat sich jetzt doch die ein oder andere Frage gelöst. Ja, und da geht eine Hand hoch, schön. Ich hätte gerne eine Frage gestellt an Herrn Rosemann, der ja gerade ein glühendes Plädoyer für die Impfpflicht gehalten hat.
Ich würde Sie fragen, wie möchten Sie denn, ich meine, das Gesetz beschließen ist ja die eine Sache, aber das Gesetz durchzusetzen ist ja die andere. Und da fällt mir als erstes mal ein Impfregister, also das wäre vielleicht der erste Schritt, dass man überhaupt mal die Leute erfasst. Und das zweite wäre dann, wie setze ich es durch? Also vielleicht sind Sie von Ihrem Hauruck-Bürgermeister, Oberbürgermeister in Tübingen ein bisschen infiziert, der ja schon Vorschläge gemacht hat, von wegen Bußgeldbescheide verschicken, dann kriegen wir das alles schnell hin. Ich denke, dass das ja das Problem erst anfängt, wenn man das Gesetz umsetzen muss. Ja, da haben Sie natürlich einen Punkt angesprochen. Also zunächst einmal ist es ja so, wenn Sie diese Impfpflicht haben, dann ist es eine gesetzliche Regelung und wir gehen ja wohl mal davon aus, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger sich auch an Gesetze auch halten. Ne? Also das ist ja zunächst einmal so, also es gibt ja auch andere Gesetze und an die halten wir uns, obwohl sie jetzt nicht, würde ich sagen, ständig, jeden Tag kontrolliert werden. Nichtsdestotrotz ist klar, dass natürlich, und so ist es ja auch im Gesetzentwurf vorgesehen, der Verstoß gegen die allgemeine Impfpflicht, ob sie jetzt ab 18 ist oder ab 50 oder worauf immer man sich dann verständigt, natürlich Bußgeld bewährt ist. Und insofern werden Sie, und so ist es ja auch vorgesehen, werden Sie ja auch in Kontrollen, also wird ja in bestimmten Stellen, wo Sie zum Beispiel im öffentlichen Raum sind, bestimmte Einrichtungen aufsuchen und betreten, werden diese Kontrollen ja auch stattfinden. Also insofern laufen Sie Gefahr, dass Sie quasi kontrolliert werden, insbesondere dann, wenn Sie eben entsprechende Örtlichkeiten, Räumlichkeiten aufsuchen und dann auch entsprechend die Bußgelder auch verhängt werden. Aber wie gesagt, wir gehen mal davon aus, dass Leute sich, und das Gesetz ist ernst gemeint, ja, dass sie sich an diese Gesetze zunächst mal überwiegend halten, aber sie laufen Gefahr, kontrolliert zu werden. Sie werden an bestimmten Stellen sicher kontrolliert und dann entsprechend wird das dann geahndet. Jetzt weiß ich mal, Sie hatten noch eine erste Frage gestellt, die ist mir irgendwie... Impfregister, ja, klar. Ich bin für ein Impfregister und ich frage mich ehrlich gesagt, warum es noch keins gibt. Und jetzt finde ich bemerkenswert, dass diejenigen, also CDU, CSU, die haben ja jetzt, in ihrem Antrag steht ja das drin, Impfregister. Jetzt haben sie aber jahrelang das Thema Impfregister verschleppt. Also Herr Spahn hat uns erklärt, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, also jetzt kommt das Impfregister. Es ist aber nicht gekommen. Und insofern ist die Frage eher zu stellen, warum wir denn noch keins haben. Also, und jetzt aber zu sagen, wir können ohne das Impfregister die allgemeine Impfpflicht nicht einführen, finde ich schon bemerkenswert, nachdem man selber das Impfregister, wie gesagt, jahrelang verschleppt hat. Ich bin aber für ein Impfregister und Gegenstand der Gespräche, die Beate, diesmal sage ich nicht Angstmann Koch, also Beate Müller-Gemmeke vorhin angesprochen hat, ja nochmal Entschuldigung, also ich weiß nicht, wie ich euch jetzt zusammenkriege im Kopf. So. Also, ja, also, wenn ich die nicht mehr kennen würde, hätten wir ein ganz anderes Problem. Also, du hast es ja angesprochen, ne? Also das Impfregister ist nicht die Voraussetzung für die Durchführung der allgemeinen Impfpflicht, sondern wir können das auch auf anderem Wege erreichen. Der Vorschlag ist es ja, über die Krankenkassen zu machen. Boris Palmer hat einen anderen Vorschlag gemacht in der Umsetzung. Aber die Gespräche, die Beate angesprochen hat, da ist das Thema Impfregister ein Gegenstand. Und insofern gehe ich davon aus,
dass auch ein Impfregister vermutlich in der kommenden Woche dann auch entsprechend beschlossen wird. Aber wir können nochmal, wir können nicht warten, bis das Impfregister aufgebaut ist. Dann haben wir wieder das Problem, dass wir nicht vor die Welle kommen. Wir wollen ja vor die Welle kommen, nicht hinter der Welle landen, weiterhin hinter der Welle bleiben. Herr Kober, Sie greifen zum Mikro. Möchten Sie noch was ergänzen? Also, wie gesagt, man kann ganz unterschiedliche Gesellschaftsvorstellungen haben. Ja? Und ich glaube, man kann auch vertreten, dass Gesundheitsdaten etwas Privates sind. Ja? Und dass man sie gerade dem Staat nicht zur Verfügung stellen möchte. Unser ganzes Gesundheitssystem basiert im Grunde genommen auf dem freien Zusammenspiel von Bürger, Ärzten und seiner Krankenkasse. Ja? Es gibt eine Selbstverwaltung im Gesundheitssystem. Weil man eben nicht wollte, dass der Staat zu tief in die Gesundheitsfragen der Menschen sich einmischt. Das ist eine Frage eines liberalen Rechtsstaates, der gegründet worden ist auf den Trümmern einer Diktatur. Und das hat alles seine, wenn man so will, alles seine tief durchdachten Gründe. Kann man natürlich anders bewerten. Aber man kann es auch so bewerten. Und es gibt, um nochmal ein anderes Thema anzuschneiden, es gibt auch ein Recht bei uns auf Unvernunft. Und es gibt auch ein Recht darauf, unvernünftig zu leben und dann also von der Kranken auf Kosten der Solidargemeinschaft behandelt zu werden. Das ist so. Ja, ich darf rauchen, ich darf mich ungesund ernähren und vieles andere auch. Die Frage ist immer nur, und da kommt es eben sehr stark auf die Verhältnismäßigkeit an, schade ich damit und wie sehr schade ich damit anderen? Und da ist eben für mich ganz entscheidend und für viele, die sich gegen eine Impfpflicht aussprechen, inwieweit schützt das Impfen einen Dritten vor einer Ansteckung vor mir? Ja, und das ist eben nicht die Frage, ob der Impfstoff allein sozusagen mir hilft. Das tut er. Ich bin ja auch geimpft. Ja, und ich glaube auch, es gibt kein, oder kann man absolut feststellen, er hat natürlich Zutritt im Deutschen Bundestag, nur auf Nachweis, dass man geimpft ist, also im Plenarsaal. Sämtliche Kollegen der FDP-Bundestagsfraktion sind geimpft, aber nicht alle werden sich für eine allgemeine Impfpflicht aussprechen. Und das gründet eben schon, sagen wir mal, auf diesem Grundgedanken, dass Grundrechtseingriffe verhältnismäßig sein können. Und sie entziehen sich ab einem bestimmten Punkt auch einer Kosten-Nutzen-Erwägung. Ja, denken Sie an das Beispiel, ich bin ja als Militärseelsorger für die ethische Bildung von Soldaten zuständig gewesen. Klassisches Beispiel, Luftfahrtsicherheitsgesetz. Da hat der Bundestag mal beschlossen, dass wenn ein Flugzeug auf ein Stadion zufliegt, um dort sozusagen zu zerschellen und damit 70.000 Menschen zu töten. Hat der Bundestag gesagt, dann darf dieses Flugzeug abgeschossen werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals zumindest geurteilt, nein, ja, sozusagen eine solche Kosten-Nutzen-Abrechnung zwischen dem Leben der einen und dem Leben der anderen lassen wir nicht, ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das sind so Gedanken, die kann man anders bewerten und emotional vor allen Dingen auch anders bewerten. 70 geben 70.000, würden ganz viele sozusagen aus der subjektiven Moral, subjektiv empfundenen Moral anders bewerten. Das ist auch eine natürliche Reaktion. Aber den Prinzipien unseres Rechtsstaates, damals Bundesverfassungsgericht sagt, nehmen wir nicht. Denken Sie Folterverbot. Denken Sie, kennen Sie alle noch, wie im Publikum sitzen, die Geschichte von dem Jakob Metzler, dem Bankierssohn, der in den Händen eines Entführers war und die Polizei wusste, er sitzt da, wir haben den Entführer, wir haben den Jungen nicht. Man hat diesem Entführer Folter angedroht und der das gemacht hat, ist verknackt worden. Also ist verurteilt worden, weil nicht mal die Androhung der Folter, um einen höchst guten Zweck zu erreichen, nämlich die Rettung eines Kindes, war verboten. Und das sind solche Grundsätze, die also aus meiner Sicht zumindest mal eine höchste Form der Würde in sich tragen. Man mag sie nicht teilen, aber ich glaube, man muss sie zumindest achten, wenn sie andere verteidigen wollen. Ich muss es jetzt nochmal sagen, ich finde es bei so einem sensiblen Thema, was die Menschen so umtreibt und was uns auch als Gesellschaft, glaube ich, schon belastet oder auch umtreibt und auch ein Stück weit, vielleicht nicht mitten, aber ganz am Rand auch ein Stück weit spaltet, muss man, glaube ich, schon nochmal, man muss genau aufpassen, was man sagt. Es geht bei der Impfpflicht nicht um den Schutz des Einzelnen. Und ich werde nicht müde, das immer und immer wieder zu sagen.
Es geht nicht um den Schutz des Einzelnen. Weder um den Schutz sozusagen von sich selber, noch dass ich sage, der andere wird direkt, sondern es geht darum, dass unser System, Gesundheitssystem, funktioniert. Und es geht um diejenigen, die sozusagen vorerkrankt sind und so weiter. Das ist einfach wichtig. Und das Zweite ist, ich finde es schwierig, immer nur vom Einzelnen her zu argumentieren. Wir sind eine Gesellschaft und eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir auch gemeinsam, sozusagen die Gemeinsamkeit, das Miteinander in den Mittelpunkt stellt. Das, finde ich, muss man auch wie immer wieder bei dieser Frage sagen. Und ein dritter Punkt ist Impfregister. Ja, die Gesundheitsdaten sind die sensibelsten Daten, die wir haben. Und das wird auch so bleiben. Also auch da bitte nicht den Anschein erwecken, als wenn mit einem Impfregister sozusagen da eine Abkehr von dem Schutz der Gesundheitsdaten, dieser sensiblen Daten irgendwie ab. Also es geht nur um die Impfdaten und nicht um die Gesundheitsdaten der Menschen. Da darf man nichts Falsches sozusagen suggerieren. Wir werden weiterhin diese Daten schützen. Und da ändert auch das Impfregister nichts dran. Okay. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat. Eine letzte Frage. Richtig? Frau Kaki nickt. Vielleicht könnten Sie die freundlicherweise noch vorlesen. Ja, eine haben wir noch. Eigentlich mehr ein Kommentar, aber wir geben ihn weiter. Okay. Steuert eine Steuerfrage an. Hier wird geschrieben, es gibt Millionäre, die gerne mehr Steuern bezahlen würden. Mehrwertsteuer senken für Grundversorgung? Fragezeichen. Das lassen wir hier mal so stehen und nehmen das als Frage nach der Grundversorgung vielleicht. Ja, Mehrwertsteuer senken für die Grundversorgung? Unter der Prämisse, dass Millionäre gerne mehr Steuern zahlen? Also ich kann sagen, dass wir Grünen immer gesagt haben, Mehrwertsteuer, das ist nicht die Möglichkeit, einen Ausgleich zu machen. Sondern wenn wir wirklich tatsächlich sozusagen eine gerechtere Steuersituation haben wollen, dann müssen wir tatsächlich an diejenigen ran, die zum einen viel verdienen, beziehungsweise wir müssen an die hohen Vermögen auch dran. Also keine freiwillige Steuer für Millionäre, sondern eine Vermögenssteuer? Nein, keine freiwillige, sondern ich meine, so eine kleine Vermögenssteuer, Vermögensabgabe wäre schon okay in heutigen Zeiten. Wie bitte? Wie bitte? Kleine Vermögenssteuer habe ich gerade gehört. Ja. Naja, ich meine, die Pläne, die auf dem Tisch liegen, ja, die haben so große Freibeträge. Ich glaube, da können alle davon träumen, die hier in dem Saal gerade sitzen. Also man müsste jetzt dann sagen, kleine Vermögensteuer für sehr große Vermögen. Ja, das genau. Ist gemeint. Genau. Also eine Vermögenssteuer für einen kleinen Kreis. Ja. Für den obersten Kreis. Okay, Herr Kober, möchten Sie noch einen letzten... Also es hat sich ja schon immer gezeigt, dass die Erhebung einer Vermögensteuer mehr kosten würde, als sie brächte. Das Zweite ist, das sind natürlich so Vorstellungen. Also was sind denn dann sehr, sehr große Vermögen? Und womit sind eigentlich, oder worin liegen denn diese Vermögen? Ja, und dann sagt man immer, naja, aber wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Firmen betroffen sind, auch keine Arbeitsplätze betroffen sind. Am Ende bleiben dann gar nicht mehr so viele Vermögen in Deutschland übrig, weil die großen Vermögen sind bei uns meistens Firmenbesitz oder Anlagen sozusagen in Firmen und Ähnliches. Aber wie gesagt, ich glaube, dass irgendwann wird man mal in die Geschichtsbücher schauen und sich daran erinnern, ja, auf welcher Grundlage die sensationellen Steuereinnahmen der Nach-Finanzkrise-Jahre bis vor Corona basiert haben. Ich habe es ja vorher gesagt, man hat eine Steuerschätzung gemacht, man hat einen Bundeshaushalt aufgestellt und sicherlich damals nicht knapp kalkuliert, weil die Große Koalition hatte das Geld gerne ausgegeben und dann war plötzlich 19 Milliarden Euro mehr da. So, und warum ist das so? Das kann eigentlich irgendwann mal jeder verstehen. Weil, wenn die Firmen und die Menschen Geld haben, geben sie es aus, investieren, dadurch haben sie Einnahmen und kleine Steuersätze von viel können unter Umständen
mehr einbringen als hohe Steuersätze von wenig. Ja, und wer das auch nicht glaubt im Blick ins eigene Land, der kann sich ja die Politik von François Hollande anschauen. Der hat mal so eine kleine Vermögenssteuer eingeführt und dann hat man gesagt, die führen wir wieder weg. Es waren übrigens Rot-Grüne, die mal gesagt haben, zur Belebung der Wirtschaft in Deutschland senken wir die Kapitalertragssteuer und senken wir den Spitzensteuersatz. Das war ja nicht schwarz-gelb, sondern das war rot-grün. Und es hat ja funktioniert. Dann hat man gesagt, der Aufschwung, den Frau Merkel, war ja gar nicht ihr Aufschwung, sondern das war ja der Aufschwung von Rot-Grün. Richtig ist das, absolut. Aber da muss man auch so ehrlich sein und aus der Geschichte lernen. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, am Ende bei dieser Frage, hat der Staat genug Geld oder nicht, sondern es geht um prinzipielle Fragen. Stört es mich, dass jemand reich ist? Und Moment das ist mal, die, das ist stört die Thematik, überhaupt niemand, weil aber empirisch, der muss weil empirisch, beitragen. Wie gesagt, empirisch, haben Sie am Ende immer mehr Steuern, wenn die Steuersätze die richtigen sind und nicht speziell die hohen? Also ich glaube jetzt, dass hohe Steuersätze nicht irgendwie was sind, was man gerne haben will. Deswegen ist es übrigens so gewesen, dass Rot-Grün damals nicht nur die Steuersätze gesenkt hat, sondern gleichzeitig die Bemessungsgrundlage verbreitert hat. Also das, auf was die Steuersätze erhoben wurden, was da besteuert wurde. Und da sind wir dann wieder beim Thema Steuerschlupflöcher, Ausnahmen. Und ich glaube, da, wie gesagt, würde ich Finanzminister Lindner gerne ermuntern, schneller ranzugehen. Aber ich möchte schon nochmal einen Aspekt ansprechen. Und ich glaube, es ist schwierig, wenn man über die Instrumente spricht. Da kann man immer sagen, ja, Vermögenssteuer funktioniert so nicht oder so nicht. Aber wir haben in dieser Gesellschaft ein Gerechtigkeitsproblem. Und da geht es mir nicht um Neid, sondern es geht darum, dass in den nächsten Jahren, das hat schon begonnen, riesige Vermögen vererbt werden und damit die Vermögenskonzentration in dieser Gesellschaft massiv zunimmt. Und auch internationaler Vergleich, der zeigt, dass je größer die Vermögenskonzentration ist, desto weniger innovativ ist eine Gesellschaft. Und die FDP ist ja für Innovation. Und gleichzeitig entstehen damit eine Generation von sehr, sehr reichen Erben, die da leistungsloses Einkommen beziehen, die gar nichts mehr arbeiten müssen. Keine Leistungsanreize. Und insofern würde ich einfach nur die FDP bitten, sich doch mal auch aus diesem Blickwinkel das Thema anzugucken, ob im Hinblick auf eine leistungsorientierte Gesellschaft, wo sich Leistung lohnen soll, wo Innovationen entstehen, wo neue Ideen entstehen, es tatsächlich so sinnvoll ist, wenn diese Vermögenskonzentration immer weiter zunimmt. Und dann können wir ja gemeinsam mal drüber nachdenken, was die richtigen Instrumente sind, um dieser zunehmenden Vermögenskonzentration entgegenzuwirken. Herr Kober möchte noch einmal kurz erwidern mit Blick auf die Zeit. Ich wollte nur sagen, quod erat demonstrandum. Ja, es geht also um eine Frage, wie ist das Geld verteilt? Ja, es geht nicht darum, wie kriegt der Staat am meisten Geld, sondern es geht darum, es stört mich, dass jemand reich ist. Und wenn Sie nach den Instrumenten fragen, habe ich gerade von links und von rechts gehört. Nach den Instrumenten zu fragen, ja, wir brauchen Wettbewerb. Ja, es verteilt sich Vermögen dadurch, dass es investiert wird, dass Menschen Firmen gründen, dass Menschen Ideen haben. Und ich kann Ihnen einen ganzen Abend lang eine Reihe von Firmen erzählen, die es vor 10 Jahren nicht gegeben hat, die es vor 20 Jahren nicht gegeben hat. Übrigens viele von den Erben, die Martin Rosemann angesprochen hat, dann gehen wir doch mal in unseren Wahlkreis in Tübingen oder in Reutlingen und besuchen mal diese Firmenerben und schauen mal, wie die als Erben das Erbe fortgeführt haben, wie sie das Erbe ausgebaut haben, wie sie zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen haben, wie sie neue Produkte geschaffen haben und Ähnliches. Also ich glaube, wir werden mehr Firmen finden in unseren beiden Wahlkreisen, wo genau das, ja, als Unternehmensnachfolge sehr erfolgreich ist zum Wohle der gesamten Gesellschaft und in keinster Weise leistungslos ist, sondern wo eine große unternehmerische Leistung dahinter steckt, als dass wir Menschen finden, die etwas erben und es sozusagen dann, ohne es im Wirtschaftskreislauf zu haben, irgendwo im Geldbeutel sozusagen verstecken. Ich bin da überhaupt nicht gegen das Erben und das Thema Unternehmensnachfolge ist ja eher ein Problem. Viele Unternehmer finden ja gar keine Nachfolger. Aber nochmal, es gibt in dieser Gesellschaft zunehmend Leute, die erben riesige Aktienpakete ohne irgendeine unternehmerische Verantwortung. Sie erben riesige Immobilienvermögen ohne irgendeine
unternehmerische Verantwortung. Nein, das ist leistungsloses Einkommen. Sie müssen quasi sie haben keinerlei Leistungsanreize mehr. Und das ist ein Problem für eine Gesellschaft. Und die zunehmende Vermögenskonzentration ist auch ein Problem für die Gesellschaft. Gut. Und da geht es nicht um Neiddebatten und da geht es auch nicht darum, dass ich irgendwie blöd finde, wenn jemand reich ist, sondern da geht es um die Frage, ob das gut ist für die Gesellschaft. Und ich glaube, dass man immer gute Beispiele findet, wo Leute verantwortungsbewusst mit ihrem Reichtum umgehen. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass wir uns diese Fragen gesamtgesellschaftlich stellen. Jetzt bekommt Frau Müller-Gemmecke noch den Schlusssatz. Und dann haben wir alle auch quod erat demonstrandum gesehen, dass die harmonische Ampel an einigen Stellen dann doch noch auseinander liegt. Ja, ich wollte auch nur sagen, es geht ja gar nicht darum, dass man jemanden nicht irgendwie gönnt, dass er reich ist. Darum geht es ja nicht. Und es geht auch nicht darum, dass es ein Selbstzweck ist, irgendwie Steuern zu erheben, sondern um was es doch bei uns geht, ist, dass wir in dieser Gesellschaft eine relativ hohe Zahl an Menschen haben, die sehr arm sind, die Unterstützung brauchen. Und darum geht es, wie habe ich in dieser Gesellschaft genügend Geld, um auch den Menschen, die eben gerade nicht so ganz auf der Sonnenseite des Lebens stehen, so viel an Unterstützung geben kann, dass sie eben ein soziokulturelles Existenzminimum haben und an dieser Gesellschaft auch tatsächlich teilhaben können. Darum geht es und deswegen reden wir über Steuern. Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen fürs Kommen, für die anregende Diskussion. Wir hätten jetzt wahrscheinlich noch länger diskutieren können. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend.